So, hallo und damit wieder herzlich willkommen hier zu Star Wars The Old Republic heute wieder. Regulärer Sendeplatz am Dienstag. Wir werden heute unsere Reise fortsetzen in die Weiten der Galaxis. Wir haben die Classic Storyline im letzten Stream abgeschlossen, also sprich das Duell gegen Darth Thanaton beendet, erfolgreich, sind in den Rat der Sith tatsächlich aufgenommen worden. Und unsere weiteren Abenteuer wären im Moment eigentlich anschließend sogenannte Intermezzo-Storylines. Die hat man quasi immer gehabt, wenn man beim Endcontent angelangt war und ja, so ein bisschen zur Überbrückung, bis das nächste große Add-on kam quasi. In unserem Fall wäre das momentan Ilum, würde ich mal ganz stark meinen. Die Frage ist natürlich, da Ilum an sich eigentlich keine großartige Handlungsreihe hat. Die läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass man zum Abschluss quasi den Flashpoint der falsche Imperator abschließt. Ob das so viel Sinn macht tatsächlich. Wir könnten allerdings natürlich auch gleich mit dem nächsten Add-on quasi anfangen. Das wäre Rise of the Hutt Cartel. Da würden wir uns auf den Planeten Marquet begeben und würden da questen. Ist halt auch eine relativ kurze Handlungsquest, die eigentlich dann quasi auch in der Operation von Karagas Palast, glaube ich, ist das, würde die enden. Was in unserem Fall natürlich momentan noch ein bisschen außen vor ist, weil, wie gesagt, Operations können wir so in der Art und Weise momentan erstmal nicht realisieren, wie ich das gerne hätte. Also sprich, dass man die Story-Quests und alles mitnimmt. Das werden wir mal, wie gesagt, in einem Special machen, wo wir dann mal mit einer Zuschauergruppe quasi die Operations mal durchlaufen. Andere Möglichkeit wäre dann natürlich, wir steigen gleich bei Shadows of Revan ein. Das ist tatsächlich eine ziemlich lange Handlungsstrecke nochmal. Das wäre eventuell auch nochmal eine Möglichkeit. Da müssen wir jetzt tatsächlich mal gucken. Wir haben ja aktuell gerade die Aufgabe, um nach Drom und Kaas zu reisen. Ah, okay, Rat der Sith, wir haben noch eine Zwischenquest. Gut, dann können wir uns da erstmal geschmeidig drauf konzentrieren. So, ich werde noch mal kurz alles durchgucken, ob alles läuft. Das läuft. Das läuft. Wunderbar. Aufnahme läuft auch. Sehr schön. So. Wir sollten vielleicht mal überlegen. Jetzt ist anscheinend schon wieder ein bisschen was umgestellt, denn ich hatte es ja letztes Mal eingestellt, dass wir im Fenstermodus quasi spielen. Wo haben wir es denn? Mal kurz mal gucken. Sound war es nicht. Hier haben wir es auch nicht. Aber die Grafik wird sich wissen sein. Vollbildmodus. Vollbild im Fenstermodus, wo wir nämlich haben. So. Änderung beibehalten. Gucken wir nochmal, ob es funktioniert. Jawohl, so ist nämlich besser. Haben wir nämlich nicht jedes Mal diesen Ladebildschirm quasi, der sich erneuert, wenn ich wieder ins Spiel reintappe. So, wir werden schnell mal die Gefährtengespräche machen, die man so herkömmlich kennt von uns, damit wir die alle mal fertig haben. Ich würde tatsächlich Andronicus Reval erstmal außen vor lassen, weil der mittlerweile an einem Punkt angelangt ist, wo wir quasi ja, fast schon auf die Hochzeit zusteuern. Das will ich so weit wie möglich hinauszögern, bis ich rausgekriegt habe, ob wir uns damit quasi andere Beziehungen verbauen, wenn wir mit ihm halt schon so weit sind. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, ob wir auf der falschen Seite stehen und das Falsche tun? Ich glaube nicht, dass es eine richtige und eine falsche Seite gibt. Ich glaube, ich verstehe. Die Galaxis ist ein komplizierter Ort. Man glaubt, das Richtige zu tun, aber dann hat es plötzlich Konsequenzen, mit denen man nie gerechnet hat. Die Leute tun häufig die richtigen Dinge aus falschen Motiven oder die falschen Dinge aus richtigen Motiven. Wenn ich bloß den Sinn dahinter verstehen könnte. Ja, da ist leider so viel Wahres dran. Da ist leider so viel Wahres auch in der heutigen Zeit dran, dass die Leute die richtigen Dinge aus falscher Überzeugung machen oder teilweise auch umgekehrt. So, wir können gleich schon mal ein Anschlussgespräch führen. Ich habe letztens über die Zukunft nachgedacht, über uns und über das Imperium. Es ist klar, dass das Imperium sich nicht über Nacht ändert. Das habe ich akzeptiert. Aber was ist, wenn wir tot sind?
Wir werden niemals sterben, wir sind unsterblich. Ich habe viele Anhänger. Sie werden mein Vermächtnis weiterführen. Wenn ihr es gestatten würdet, es wäre mir eine Ehre, euer Vermächtnis an eure Anhänger und eure Kinder weiterzugeben. Und sie auch zu lehren, was ich von den Jedi weiß. Das würde ich ganz gerne nicht haben wollen. Aber da wir ja Zuneigung wollen, müssen wir mal das nehmen. Ich kann mir niemand Besseren vorstellen, der mein Vermächtnis hütet. Auch wenn wir das Imperium jetzt nicht verändern können, die Generationen, die nach uns kommen, werden eure Lehren lernen und ihnen folgen. Wir werden ein noch dunkleres Imperium aufbauen, das es jetzt schon gibt. Die Galaxis wird in noch nie bekannte Dunkelheit getaucht werden. So. Vielleicht noch mal ein kurzes Wort tatsächlich dazu, warum wir heute mal eine halbe Stunde später angefangen haben. Erstaunlicherweise hat das Hochladen der letzten Stream-Folgen auf YouTube tatsächlich mal länger gedauert, als ich dachte. Tatsächlich die The Forest-Folgen, die wir gestern halt quasi mit aufgenommen haben, ist halt eine Folge einfach mal 10 GB groß. Weil wir halt wirklich in absolut hohen Einstellungen und in Ultra-HD und so weiter aufgenommen hatten. Dementsprechend dauert das Hochladen natürlich deutlich länger. Das hatte ich ja ein bisschen unterschätzt heute tatsächlich. So, was will Ersch hier? Mein Sith Lord, das Rätsel ist gelöst. Die Kette des Medaillons enthielt eine Holofrequenz. Ihr sollt dabei sein, wenn ich den Kontakt herstelle. Ja, komm. Verschwendet keine Zeit. Kontaktiert sie. Es ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Deshalb möchte ich euer Urteil hören, ob es sich wohl um einen Trick handelt. Talis, mein Schüler, wenn du diese Nachricht erhältst, hast du das Rätsel verstanden, das ich dir gestellt habe. Ich habe mich zum Grab von Vaius Antinus, namenlosem Schüler, auf Adoba 6 begeben. Ich verstehe nicht warum, aber Sith wie auch Jedi sind hinter diesem Grab und seinen Geheimnissen her. Dem imperialen Bergungsdienst obliegt die Pflicht, dieses Stück Geschichte zu bewahren. Falls ich nicht zurückkehre, suche nach mir und vollende mein Werk. Auxilio Gunn steckt in Schwierigkeiten. Er braucht mich. Ich muss zu ihm. Na, dann soll er sich mal aufmachen. Solange wir nicht mit müssen, bin ich immer einverstanden. Er liegt euch sehr am Herzen, was? Er war wohl so etwas wie ein Vater für mich. Nicht wie mein Vater, aber wie die Väter von anderen. Oder wie ein Onkel. Ein älterer, freundlicher Onkel, der Kleinigkeiten schenkt. Der mir immer die Hand auf das Knie gelegt hat. Ein angemessener Ort zum Sterben, aber ich versuche trotzdem, heil wiederzukommen. Ein älterer Herr, der mir immer freundlich die Hand aufs Knie gelegt hat und mich gestreichelt hat. Hashtag Katholizismus. So. Mein Sith Lord, ich bin zurück, aber ohne Auxilio Gunn. Er ist tot. Sieht aber nicht sehr enttäuscht aus, der Kleine. Wir zeigen mal Mitgefühl, auch wenn mein Innerstes gerade nach außen will. Es schmerzt mich, das zu hören. Jedi und Sith waren gleichzeitig hinter ihm her. Er hat die Fallen im Grab gegen sie eingesetzt. Aber dabei hat er sich selbst eingesperrt. Er hat Erstaunliches entdeckt. Stoff für eine wunderbare Abhandlung. Aber ich frage mich, ob es wirklich wert war, dafür zu sterben. Gab es irgendwelche mächtigen Artefakte in dem Grab? Falls nicht, dann nein. Das stimmt wohl. Warum sollte man alten, verstaubten Dingen nachspüren, wenn sie einem in der Gegenwart keinen Vorteil verschaffen? Nein, was rede ich denn da? Auxilio Gunn würde tot umfallen, wenn er noch am Leben wäre und das hören könnte. Ich muss meine Arbeit fortführen. Ihr habt mir den Glauben zurückgegeben. Danke, mein Sith Lord. Ist traurig, wenn er den so leicht verloren hatte, dass wir ihm den wiedergeben mussten. Naja. Mit so viel Begeisterung hätte ich nicht gerechnet. Die Wissbegierde eines Historikers ist immer wach und niemals gestillt.
Naja. Hoffen wir mal, dass er uns vernünftiges altes Wissen bringt, um unsere unendliche Macht noch unendlicher zu machen. So. Ja, ich muss mal daran denken, dass wir irgendwann mal nochmal die Weltraummission davon das Special mal in Angriff nehmen. Aber mir fehlt halt momentan extremst einfach die Zeit. Wie gesagt, ich habe heute quasi den ganzen Tag damit verbracht. Sie sehen in Hochform und gefährlich aus. Wie immer. Will ich auch hoffen. Ich habe heute tatsächlich den ganzen Tag nur damit verbracht, E-Mails zu beantworten, beziehungsweise zu schreiben zu etwaigen Entwicklerstudios für eventuelle Let's Plays. Dann, wie gesagt, hoffenweise Stream-Teile auf YouTube heute zu schneiden, zu rendern und hochzuladen. Also es war tatsächlich heute ein ziemlich anstrengender Tag. Hätte ich so nicht gedacht. Aber Zeit ist wirklich die wertvollste Ressource, stelle ich immer mehr so fest. Ich verstehe tatsächlich mittlerweile auch, warum die größeren YouTuber nochmal einen zweiten Computer extra nur fürs Rendern und Hochladen haben. Müsste ich eventuell auch mal drüber nachdenken. Mein Sith Lord, ihr seid ein großer Krieger. Ja, komm, wir schleimen mal überall ein bisschen rum. Wir müssen unsere Spinnfäden auslegen, um ein undurchdringbares Netz an Verbündeten um uns drum herum zu scheren. Du bist auch nicht so übel. Danke, mein Sith Lord. Wie kann ich euch dienen? Kannst ein paar Leute für mich liquidieren. Mach das Schiff sauber. Hey, wir haben zwar Druiden, aber hey du bist minderwertiger, mach das Schiff sauber. Wie kam es, dass du ein Sklave wurdest? Ich wurde im Kampf zum Gefangenen. Die Sith haben mich wegen meiner Kraft verschont. Das war klug von ihnen. Du bist ziemlich stark. Danke, mein Sith Lord. Das war ein kurzes Gespräch. Der ist wirklich nicht sehr redselig, halt, das Gefühl. Feine Göttermörder. Was zum Geier. Soll sich auch nicht zu viel auf sich einbilden. Er ist nur ein Handlanger von mir. Mein Sith Lord, ich möchte meine Ausbildung fortsetzen. Guter Junge. Kraft kann man nie genug haben, was? Die größten Kalisch werden zu Göttern, wenn sie sterben. Um Großes zu tun, muss ich lernen. Das ist weise. Genau, ich will auch ein Gott werden. Kann man auch ein Gott werden, wenn man kein Kalisch ist? Die Sith sind wie Götter, die nicht gestorben sind. Also, lasst uns trainieren. Naja. Danke, Meister. Das hätte ich gerne gesehen, das Training. Warum verheimlichen sie einem sowas? Das wäre doch mal eine kleine Zwischensequenz wert gewesen. Das Gute ist, wir können relativ viele Dialoge immer direkt hintereinander führen, weil halt einfach mal vermutlicherweise auch so ein bisschen gepusht, aktuell vielleicht auch mit den EP hier, dass man halt einfach schneller hinterherkommt. Weil es muss ja logischerweise irgendwo ein bisschen angepasst sein, weil normalerweise hat man halt bis Level 50 in der Regel zumindest den Charakter, mit dem man am meisten mit dir habt, hat immer so weit, dass man bis zum Ende halt der der Beziehungslinie mit dem Charakter halt gekommen wäre. Und da wir aktuell halt einfach mal auf Niveau von Level 45 eigentlich schon Level 70 sind durch den EP-Schub, muss halt das auch ein bisschen angeglichen werden. Mein Sith Lord, wie kann ich euch dienen? Gleich nochmal, mach das Schiff sauber. Ich glaube, da ist er eh am besten für, da er ja so ein bisschen der Krieger ist. Naja, ich habe den einen oder anderen lästigen Rivalen. Ja, mein Sith Lord. Euer Rivale ist tot. Es war ein ruhmreicher Kampf. Ich bringe euch hier den Beweis. Sein Kopf? Oder was hat er mitgebracht?
Das können wir ihm geben, ja. So einen abgetrennten Schädel will ich nicht rumliegen haben. Behalt es ruhig. Ich brauche keinen Beweis. Danke, mein Sith Lord. Ich habe ein gutes Gefühl, glaube ich, was die Antworten angeht bei ihm. Er ist halt so ein bisschen so der typische Krieger und Jäger irgendwie. Er will immer viel Anerkennung, aber er sammelt halt auch Trophäen über seine Siege. Von daher... Oh, wieder Kommando-Level. 66 haben wir jetzt schon. Wir kommen ziemlich weit mit ihm hier tatsächlich, sehe ich das gerade schon wieder, ein Gesprächsthema. Mein Sith Lord, wenn ich euch gut gedient habe, möchte ich um einen Gefallen bitten. Alles, was du willst. Mein Vater liegt auf Ilum im Sterben. Oh. Er wird schon tot sein, wenn ich dort ankomme. Es ist meine Pflicht, ihn zu bestatten. Ohne ein richtiges Begräbnis kann er nicht zum Gott werden. Ja, komm, wir sind mal ein bisschen einfühlsam, ne? Lass mich raten. Du möchtest, dass ich mitkomme. Nein, das ist meine Aufgabe. Mein Vater kann nicht mehr lange warten. Meine Pflicht ist meine Ehre. Dann sollten wir ihm seine Ehre nehmen. Dienen kann nicht in Folge gehen mit Ehre. Mein Vater ist tot. Er war der letzte meiner Familie. Ich folge jetzt euch. Sehr schön. Ja gut, Beileid wünschen für den Krieger. Klar würde man jetzt aus der Gewohnheit heraus machen als anständiger Mensch, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Krieger. Ja? Der Tod seines Vaters ist eher stolz, weil er halt jetzt in den, wie er gesagt hat, so ein bisschen in den Status eines Gottes in seinem Clan oder in seinem Volk quasi geworden ist. Wir haben wesentlich wichtigere Dinge zu tun und ich kann es nicht gebrauchen, wenn du abgelenkt bist. Wie ihr wünscht, mein Sith Lord. Wieder so eine typische Antwort, die komplett das Gegenteil von dem ist, was ich eigentlich erwartet hätte. Das ist ein bisschen unschön. Ganz so ruppig wollte ich dann auch nicht sein. So. Haben wir hier noch irgendjemanden? Heil dem Imperator. Und was noch wichtiger ist, heil ihn. Er hat's begriffen. Kann man nicht oft genug sagen. Heil mir. So. Können wir schon wieder mit ihm mein reden. Mein Sith Lord, ich wollte euch nochmal danken. Die Wunder, die ich an eurer Seite erlebt habe, sind mehr, als ich mir je erhofft hatte. Ihr seid wirklich ein Vorbild für die Sith und das Imperium. Ich strebe nur nach Wissen. Wenn es dem Imperium dient, dann gut. Genau deswegen bewundere ich euch, mein Sith Lord. Wegen eurer Liebe zum Wissen. Es ist zwar nicht mehr üblich, aber es gibt Beweise dafür, dass sich Nicht-Machtnutzer für wahre Sith als treue Diener erwiesen haben. Diese Diener und ihre Familien waren den Sith und deren Familien über Generationen hinweg treu ergeben. Nehmt meinen Schwur an, mich euch und euren Erben zu verpflichten. Sehen wir mal direkt. Es wäre nachlässig, ein so aufrichtiges Angebot abzulehnen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Er kennt ja auch die Konsequenzen, wenn er ungehorsam wäre. Oder besser gesagt, um es mal original zu machen. Das würde ihn erwarten. Liebe ist, dass ich immer die passenden Soundfiles dafür habe. So. Ich muss halt bloß mal gucken, dass ich mir das Soundboard mal richtig einstelle. Dass ich nicht immer die Chat-Commands selber nutzen muss. Packe ich mir die einfach mal auf ein Soundboard. Das macht es ein bisschen angenehmer, ein bisschen einfacher. So. Wo waren wir stehen geblieben? Benutze dein Schiff, um nach Drom und Kars zu reisen. Okay.
Wollen wir mal ein bisschen weitermachen in der Handlung hier. Waffen uns mal. Wie gesagt, die Imschen ignoriere ich jetzt mal, weil er schon wieder so aufdringlich ist und uns an der Wäsche will. Da habe ich nicht gerade so Bock drauf. Ah, Teller Seite hat gewonnen, verdammt. So. Wir hätten natürlich auch tricksen können und über die Festung von uns reisen. Die haben wir ja auf Drum und Cars. Wäre vielleicht sogar sinnvoller gewesen. Ich gebe dich zu Dars Thanatons Gemächern. Wir werden tatsächlich mal das so machen. Zur Festung reisen. Denn dann können wir zum Ausgang gehen und sind direkt in Cars City. Brauchen wir jetzt nicht extra nochmal mit dem Transportmittel extra bis nach Cars City reisen. Überall ein bisschen bescheißen, wo man es kann. So. Ich liebe das einfach. Das ist dieses verregnete Wetter draußen irgendwie. Hat irgendwie was. Sieht irgendwie cool aus. Ach so, seht ihr? Apropos cool aus. Wir haben fast 7 Millionen Credits. Das heißt, wir werden tatsächlich mal Garage. Wir werden tatsächlich den Balkon mal freischalten. Da habe ich nämlich massiv Bock drauf gerade. 1 Million. So. Jetzt haben wir den Balkon nämlich endlich mal. Sehr schön. Na, wie weit geht's hier runter? Oh, ja, doch, ist ein Stück. Ist ein Stück tatsächlich. Sieht irgendwie cool aus irgendwie. Wie gesagt, bei weitem nicht so beeindruckend wie wie Coruscant oder wie Nar Shaddaa. Aber es hat trotzdem cool irgendwie. So, aber ich glaube, die Garage werden wir uns auch mal leisten. Ich denke mal, die wird jetzt nicht allzu teuer sein. So, haben wir noch irgendwelche Räume, die wir noch nicht freigeschaltet haben? Gucken wir uns gleich mal um. Ah, okay. Ich habe tatsächlich auch schon so eine Sache gehabt, das wusste ich gar nicht. Hätte ich mal früher mal durchgucken sollen, was wir alles schon haben. Es war mir gar nicht bewusst, dass wir schon so eine Kristallformation hier drin haben. So. Moment. Okay. Ah, das zählt für alle anscheinend gleich. Ah, ich verstehe. Elektronischer Safe. Schrotthaufen. Könnte man rein theoretisch jetzt alles abbauen, aber naja, gut. Auch mal, denke ich, nicht zwingend. So. Lass uns überall mal umgucken. Hier fehlt auch noch ein Raum. Erweiterungskosten 40.000. Ja, komm, das ist ja ein Witz, was das kostet. So. Hier kommen unsere unbeliebten Leibeigenen rein. Auch nochmal 40.000. Ja, da können wir die Festung auch mal komplett kaufen. Na, komm schon. Cash, denke ich mal, haben wir noch genug. Das teuerste wird wahrscheinlich eh der Balkon gewesen sein. So. Müssen wir nämlich, glaube ich, bloß noch den Hangar kaufen. Den haben wir alles schon. So. Garage. Ach, die ist sogar günstiger, als ich dachte. So. Interessant. Die war sogar günstiger, als ich dachte. Ich dachte, die hätte ja auch noch mal 1 Million gekostet. Es war kurios, warum ausgerechnet der Balkon 1 Million kostet. Sind wir tatsächlich ziemlich günstig bei weggekommen, wenn ich das gerade richtig sehe. So. Haben wir hier irgendwie eine Übersichtskarte, wo man vielleicht sehen könnte, welche Räume man noch nicht gekauft hat? Hm. Anscheinend haben wir aber mittlerweile alle. Die haben wir gerade alle gekauft. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ja eigentlich erwartet, dass man ein Achievement dafür kriegt, wenn man alle Räume gekauft hat. Das ist ein bisschen
Weiß ich nicht. Enttäuschend. So, wir können... Was ist das hier? Kostenloser Flottenreisepass. Okay. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Brauchen wir tatsächlich eigentlich gar nicht. Ganzes Stimpack mal reinhauen. So. Wir haben noch zwei neue Pakete. Können wir mal kurz gucken, was da so drin ist. So, irgendwas, was wir noch nicht gebraucht, was wir noch nicht hatten. Ja gut, das brauchen wir nicht zwingend. Beinplatten des Frommen, hast du nicht gesehen? Ist halt einfach nur Dekokram. So, die können wir allerdings hier brauchen. So, was haben wir hier Schönes? Wir haben einen Mount drinne, das ist ja geil. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich sehr cool. Cooler Scheiß. Ich bin mal gespannt tatsächlich, wenn man so einen Mount nochmal drin hätte, das man schon hat, ob das dann ähnlich wie die Haustiere, ob man das verkaufen kann. Wir werden es dann tatsächlich nicht verkaufen. Wir würden es dann irgendwann mal in dem Gewinnspiel verlosen, aber wäre dann cool, wenn das gehen würde. So, wo ist denn das Geschenk jetzt gelandet? Ah, hier. Das können wir nämlich Ashara direkt wieder in die Hand drücken. Ist sogar ein republikanisches, dürfte also extrem viel Ruf geben. Ist das wirklich für mich? Mhm. Danke! Genau das. So. Ich überlege gerade, ob wir... Einblenden des fähigen Fremdlings. Warte mal. Können Ashara doch bestimmt mal was anderes anlegen. 74er Wert. Das hat 210er Wert. Ja, komm. So, sieht doch schon besser aus. Könnte rein theoretisch auch den Robenborg nehmen. Ja, aber ich denke, es passt erstmal. Sollte soweit erstmal passen. Aber sonst noch irgendwas, was wir ihr anlegen können? Was hat sie denn so? Zwei Lichtschwerter? Ja gut, der Rest ist, denke ich, mal rein kosmetisch. Schuhe könnten wir eventuell mal gucken. Sieht ein bisschen aus wie so eine Gogo-Tänzerin jetzt. Mit diesen komischen Fellstiefeln. Naja, aber können wir erstmal so lassen. Brauchen wir bloß noch den Befehl Tanz für mich. Hatte sie eigentlich Kopfbekleidung? Nee, hat sie nicht. Ja gut, macht auf wenig Sinn, glaube ich, bei den Aussparungen, die sie oben hat. Achso, warte mal. Reparieren und Schrott verkaufen. 1000 Credits. Das würden wir, denke ich, mal aufheben. Wie gesagt, wir brauchen es zwar eigentlich nicht, aber man weiß nie, wofür man es vielleicht mal verwenden könnte. Von daher... Scharfschützengewehr mal wieder. So. Kristall noch. Das kann weg. Großer Einfluss. Ah, das können wir ihr auch nochmal in die Hand drücken. Doppellichtschwert. Das würde ich Xalik eigentlich ganz gerne geben. Das werde ich tatsächlich unserem guten alten Xalik mal in die Hand drücken. So, was haben wir denn hier Schönes? Das können wir ihr nochmal geben. Ist halt auch nochmal republikanisches Kram. Ist das wirklich für mich? Danke. So, und dann würden wir sagen, wir brauchen mal... Wo haben wir es? Hier, Gefährten und Kontakte. Natürlich. Stets zu Diensten. So, unser guten alten Xalik. Hat der denn einen Farbkristall drinne? Keine Farbe. Ah, doch, Farbkristall rot. Und hier? Keine Farbe. Würde ich nämlich sagen, bauen wir den nämlich aus. So. Ach so, ist das gleiche. Ja, gut, aber. 114. So.
Und dann sagen wir nämlich den hier wieder rein. So. Wunderbar. Und dann kann er wieder wegtreten. Haben wir alles, was wir mit ihm machen wollten. Wenn es sein muss. So. Mein Sith Lord. Ich finde das tatsächlich immer noch ein bisschen verwirrend, dass kein Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Charakteren gemacht wird. Dass der Dings, die Begleiter halt immer sagen, Meister. Ne? Das müsste ja korrekterweise eigentlich Meisterin, wenn dann heißen. Wir spielen halt einen weiblichen Charakter. Oh ja, tanz für mich, Baby. Wir waren kurz abgelenkt. Hier. Eigentlich müsste es ja heißen Meisterin. Verlassen zu Drum und Kars. Genau. War nämlich gleich am richtigen Punkt. Sind wir schon mal da, wo wir hin wollten. So, wir werden mal ein Stückchen trinken. So. So, sehr gut. Sehr gut, das passt nämlich schon mal. Sind wir nämlich schon mal in der richtigen Gegend. So. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass hier oben immer noch ein Wissensobjekt war. Ich bin mir halt jetzt nicht sicher, ob wir das schon mitgenommen haben. Das ist, glaube ich, auf der anderen Seite, wa? Ah, nee, hier ist es nämlich. Genau. Das nehmen wir nämlich Rischer mit. So. Gibt halt immer mal wieder ein paar Punkte, von daher sollte man das immer mal mitnehmen. So. So, machen wir mal ein bisschen Werbung in Eigenaktionen. So. Wie lautet der Bestimmungsort? Wir müssen rüber zum Tempel. Ah, da fällt mir ein, ich wollte mal gucken, ob es eine Makrofunktion gibt. Muss ich mir mal gleich irgendwie merken für nach dem Stream, dass ich das mal gucke. Dass wir uns nach Möglichkeit vielleicht mal sollten wir eventuell mal die Augen offen halten. Sparen wir uns jetzt mal die paar Schritte mit dem Mount zu laufen. So ganz so faul sind wir dann auch nicht. Ja. Jetzt hat man ein leichtes Leck und sind direkt in die andere Richtung gedreht worden. Jetzt hat man einen kleinen leichten Leck. So. So, jetzt müssen wir tatsächlich mal gucken. Wir sind aber, denke ich mal, schon richtig. Ja, doch. Ist immer so eine leichte Orientierungssache hier, wenn man... Ah, irgendwie ist gerade ein bisschen... Irgendwie deckt das gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Gerade wenn wir uns hier so drehen. Das ist gerade merkwürdig.
Das war gerade merkwürdig, man ist übelst gedreht worden gerade. Das war kurios gerade. So, jetzt haben wir wieder eine Cutscene. Ei Gagai Wairbapa Frau Jins Ala Patek Galakai in Alama. So. Taukida, Mela Sui Sama, World Sign in Merem Nai, Saiga Trauer Digga. Endlich werden wir mal anerkannt für das, was wir alles getan haben fürs Imperium. Ich das gehört. Mein Sith-Lord, lasst mich das Lichtschwert an eurer Seite sein. Ich stehe zu eurer Verfügung. Erstaunlich, dass sie sogar die etwas höheren Darths uns sich uns quasi unterwerfen. Na gut, wir haben halt auch einen höheren Rang als die normalen Darths hier quasi. So. Ich will Wissen und Macht. Ah. Ja gut, Thanatos ist halt tot. Was bringt es also noch weiterhin seine Anhänger zu töten? Wir wollen natürlich Wissen und Macht. Wir sind die Hüter des alten Sith-Wissens, der Quelle aller Sith-Macht. Sucht Artefakte, studiert geheime Rituale und legt sie mir dar. Natürlich. Thanaton führte sehr vielversprechende Projekte durch, mein Sith-Lord. Ich werde sehen, ob einige davon schon Früchte getragen haben. Und melde mich dann wieder bei euch. So. da man den Chat sowieso gerade... Achso. Kleine Schlange. So. Ich quatsche mal nach... Wir sind fertig. Euer Feind ist tot. Befreit uns. Euch vielleicht, Ehrgast. Ich jedenfalls habe nicht vor, noch einmal an einen Sarg in den Eiswüsten von Hoth gebunden zu sein, einsam und vergessen. Ja, wir wollen natürlich die Macht behalten. Dann bleibt für immer hier. Ich muss zugeben, ich habe mich an die Macht gewöhnt. Seid verflucht! Wir werden uns rächen! Wir werden unsere Freiheit finden! Wir lassen uns doch keine gratis Macht entgehen. Das ist nicht verrückt. So. Der Gedanke, dass du vor mir ein Mitglied im Rat der Sith wirst, macht mich krank. Wohin geht es jetzt? Da euch die Sith nun aus der Hand fressen? Ich glaube, sie ist ein bisschen neidisch auf unseren Erfolg gerade. Ja komm, wir übernehmen das Imperium natürlich. Thanaton ist gestorben und mit ihm die alten Sith-Lehren. Ich bin die Zukunft des Ordens der Sith und plane ihn nach meinen Vorstellungen umzugestalten. Das Imperium und die Sith gehören mir. Iblises Amins Weihais Fools, Gawendida Siegfram Tauhans. So. Gucken, wo wir als nächstes hin müssen, tatsächlich. Ah, wir müssen wahrscheinlich das Missionsterminal auf dem Schiff jetzt nehmen. Das heißt, wir können rein theoretisch einfach über unsere Festung wieder reisen. So. Ofan, grüß dich, hi. So. Ich denke mal, wir tun den Leuten auch gerade einen Gefallen, dass wir quasi den Planetenchat wieder verlassen. Denn so viel kann ich quasi schon mal spoilern. Wir hatten tatsächlich schon mal einen lurkenden Support-Mitarbeiter von BioWare tatsächlich dabei im Stream. Grüße gehen mal raus an der Stelle. So. Der sich das Ganze mal angeguckt hat, was wir hier so treiben. Und wie gesagt, auf die Gefahr hin, dass vielleicht jetzt das ein oder andere
Unvorteilhafte im Chat gerade gesehen wurde, möchte ich da natürlich keinem quasi ans, das Bein absägen. Und daher ist das, denke ich mal, nicht verkehrt, dass wir gerade wieder den Chat so ein bisschen deeskaliert haben. So. Wir sind tatsächlich endlich mal im Rat der Sith angekommen und haben quasi von Darth Thanaton den Posten übernommen. Wir sind also jetzt einflussreich. Ach du Gott, wir können schon wieder jede Menge Begleitergespräche führen. Aber das geht ziemlich schnell tatsächlich. So. Mein Sith Lord, ihr seid wie eine lebendige Göttin. Ich würde euch bis in den Tod dienen. Ich würde euch Mutter nennen. Ich würde euer Vermächtnis bewahren. Also Mutter muss man uns nicht gerade nennen, aber es ist schon mal gut, wenn wir einen weiteren Streiter für unsere nächste Generation quasi haben, wenn die denn mal kommen sollte. Es wäre mir eine Ehre. Danke, mein Sith Lord. So. Ich habe mir überlegt, tatsächlich, wie gesagt, dadurch, dass wir mittlerweile so ein bisschen Berührung mit den Entwicklern von Star Wars The Old Republic sowieso schon mal hatten, dass ich da vielleicht mal das Ganze mal offiziell machen werde und einfach mal eine Anfrage an die Community-Beauftragten bei BioWare bzw. EA mal stellen werde. Ob wir da vielleicht eine regelmäßige oder zumindest mal eine einmalige Zusammenarbeit mal machen können. Dass wir vielleicht von BioWare direkt mal irgendwie eine Gamecard kriegen, die wir vielleicht gestellt bekommen, dass wir die verlosen können. Weil ich denke ja dann auch mal so ein bisschen praktisch nach. Es wäre halt einfach in dem Moment erstmal für mich natürlich auch erstmal eine finanzielle Entlastung. Weil so würde ich das Gewinnspiel halt auf meine eigenen Kosten tragen. Aber wenn wir halt eine Möglichkeit bekommen würden, das vielleicht in Zusammenarbeit auch mit BioWare zu machen, würde ich jetzt nicht ablehnen. Also warum nicht? So, Cam Vell müssen wir auch nochmal sprechen. Ustaupaim, I see jai in alam, is frumadain habans. How saip, sai uran sa saians, du saian fraua. Er glaubt immer noch, dass wir ihm helfen werden, hier unsere alte Meisterin aus seinem Geist zu vertreiben. Ich werde mein Bestes geben. Swikun Baba Mip, Luseba Osvil Ans, Gaswikon. Unnachgiebige Bestie! Schnell, solange ich die Oberhand habe. Ich habe die Arbeit am Ritual abgeschlossen. Es fehlt nur noch ein Teil. Wirst du mir helfen? Ja, ich bin aber auch mal gespannt, ob es tatsächlich geht. Wie gesagt, ich habe das noch nie ausprobiert mit Cam Vell, ob man Sesh im Körper lassen kann. Das interessiert mich jetzt tierisch auch persönlich mal. Danach steht ihr knietief in meiner Schuld. Wir müssen alle Kompromisse eingehen. Wenn es nach mir ginge, würde ich lieber nicht in diesem Körper bleiben. Für das Ritual benötige ich noch eine Sache. Eine Rakata-Kammer. Das ist eine Art mentales Gefängnis aus dem unendlichen Reich der Rakata. Eine dieser Kammern wurde kürzlich ausgerechnet auf Taris entdeckt. Sie wird schon bald vom Planeten gebracht. Wir müssen sie uns holen. Da würde ich sagen, gehen wir mal nach Taris. Wozu dient die Kammer? Das erkläre ich dir, wenn wir sie haben. Beeil dich. Wir müssen die Kammer in der Raumstation von Taris abfangen. Das Ritual kann ohne sie nicht vollendet werden. Haben wir auf jeden Fall schon mal eine Aufgabe. Ist tatsächlich nach langer Zeit mal wieder eine Begleiterquest, die wir auch selber machen müssen. Ist jetzt halt mal immer den Luxus, dass die Begleiter das alleine gemacht haben. So. Danach werden wir mal beim Missionsterminal gucken, was unsere nächsten Storyquests sagen. So, dann wollen wir mal nach Taris. Naja, wobei wollen eigentlich nicht, aber der Vollständigkeit halber machen wir das mal. Der Vollständigkeit halber machen wir das mal tatsächlich. So.
Ich bin wirklich tierisch gespannt, ob das geht. Ob wir unsere kleine Sechi da tatsächlich im Körper von Campbell lassen können. Da bin ich mal gespannt. Lang, lang ist's her, dass wir auf Taris waren. Ich hoffe ja mal nicht, dass das irgendwo am Arsch der Welt ist. So. Ich muss aber tatsächlich sagen, bis jetzt bin ich, was Zusammenarbeiten mit Entwicklerstudios angeht, ziemlich zufrieden. Also ich habe bis jetzt noch kein Entwicklerstudio gehabt, was ich angeschrieben habe, was nicht interessiert war an der Zusammenarbeit. War ich echt erstaunt. Wie gesagt, fürs nächste Wochenende wahrscheinlich am... Ja, ich würde fast sagen am Sonntag. Denn am Samstag bin ich tatsächlich erstmal auf einer Geburtstagsfeier. Da muss ich erstmal gucken, ob ich dann... zeittechnisch das noch so unterkriegen würde, dass es Sinn machen würde, beispielsweise ab 22 Uhr dann nochmal einen Stream anzufangen. Wir haben nämlich tatsächlich einen Game Key von einem schwedischen Entwicklerstudio zur Verfügung gestellt bekommen. Das Spiel ist halt auch wieder ein Indie-Game. Das würde ich dann ganz gerne tatsächlich am Wochenende nochmal vorstellen. Ach ja, wir müssen erstmal woanders hinreisen. Das werden wir dann, wie gesagt, wieder am... am Wochenende machen, wenn wir immer quasi unsere Indie-Games spielen. Reiseroute bestätigt. So. Haltet den Mund! Ihr seid allesamt inkompetent. Ich sollte euch im Säuresee ertränken. Ich glaube, da haben gerade CDU-Politiker untereinander geredet. Die CDU ist also auch auf Taris. Interessant. So. Immer entspannt, diese Reiserouten, wenn man nicht selber durch die Gegend laufen muss. Hat man praktischerweise immer mal die eine oder andere Hand frei, um mal was zu essen, mal was zu trinken. Ganz praktisch. So. Es scheint zumindest schon mal einigermaßen in der Nähe zu sein. Naja, gut, was heißt einigermaßen? Was heißt einigermaßen? So. Mal ein bisschen Blick auf die Uhr werfen, damit wir nicht verpassen, wann wir die Aufnahmen stoppen müssen. So, jetzt müssen wir natürlich hier mitten durch das Gebiet durchstapfen, was ich eigentlich nicht so geil finde. So, wir schnappen uns mal die archäologischen Sachen hier noch. Können wir nebenbei immer mal mitmachen. Ich glaube, wir haben zwar das Crafting noch nicht angefangen, aber warum nicht mitnehmen, wenn es da schon mal liegt? Ich hätte jetzt fast schon erwartet, dass wir gleich alle Gruppen gepult hätten. Ist ein Wunder, dass wir die nicht gepult haben. Das hätte mich jetzt eigentlich eher weniger überrascht. Ja, bis jetzt hatten wir Glück. Ah, es ist hier drüben schon irgendwo. Sollte das hier drinnen sein? Ah. Okay. Geht es schon wieder?
Ist halt witzig, dass wir tatsächlich eben nochmal angreifen mussten. Es wäre cool gewesen, wenn der Blasterschuss aus dem Walker eben tatsächlich schon Schaden gemacht hätte. Na komm, mal kaputt. Braves Mädchen. Unsere kleine Gogo-Tänzerin hier. Mir scheint, das ist oben, wenn ich das richtig sehe. So. So, dann müssen wir nämlich einfach mal nach oben. Was Grünes abgestaubt. Ah, okay, jetzt muss das hier oben. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir Sech behalten können. Ach, wir müssen kein Will dabei haben. Ja gut, macht natürlich eigentlich Sinn, ne? Ich werde über die Macht meditieren. Weihwagabarein. Macht ja eigentlich Sinn. Boah, bitte lass die uns behalten. Ausgezeichnet. Diese Rakata-Kammer ist für das Ritual unbedingt notwendig. Sogar jemand, der für die Macht so unempfänglich ist wie Cam, wird sich dem Einfluss der Kammer nicht widersetzen können. Er wird gefangen sein. Und endlich kann ich diesen wunderbaren Körper für mich haben. Eine Sache noch. Sobald das Ritual begonnen hat, musst du mir so viel wie möglich deiner Stärke geben, damit ich dem Einfluss der Kammer widerstehen kann. Verstanden? Das ist ein... It's a trap. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Also, legen wir los. Ach, der gute alte Hahn. Ja, es funktioniert. Die Kammer wird aktiviert. Ich kann ihre Anziehungskraft spüren. Das Monster ist zu stark. Schnell, gib mir deine Kraft oder ich werde hineingezogen. Ich will einfach mal wissen, was passiert. Wir machen das mal. Nicht aufgeben. Ja, raus mit euch, Monster. Tagasar Chais embarks prize war Peren Swase ik bus karadida. Oh, Alter, ich kämpfe gerade echt mit mir selbst, aber ich will eigentlich mal sehen, was passiert. Tut mir leid, Cam, aber Sesh ist einfach viel nützlicher als ihr. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das klappt. Danke, ich dachte schon, er verschwindet nie. So wie es aussieht, waren bei der Lieferung auch einige sehr wertvolle Gegenstände dabei. Ah, das hier sollte dir gefallen. Und das ist nur der Anfang. Zusammen werden wir Großes leisten. Das hat ernsthaft funktioniert? Boah, jetzt bin ich aber begeistert, ey. Ach, zumindest spricht sie nicht mehr mit uns. Wenn du einen Moment Zeit hast, müssen wir reden. Boah, ist das geil, Alter. Das ist ja geil. Ich wusste echt nicht, dass das geht. Boah, ich bin gerade ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Das ist ja geil. Ich wusste echt nicht, dass das geht. Wir können eigentlich wieder aufs Schiff teleportieren, rein theoretisch. Ich wusste echt tatsächlich nicht, dass das geht. Das ist echt krass. Ich habe halt aktuell immer mit meinen Hexen den Handlungsstrang genommen, dass man Cam Vell quasi befreit hat. Also, dass man Sech ausgetrieben hat. Daher wusste ich halt nie, dass das ja auch geht. Ach, das ist krass. Können wir mit ihm eigentlich gleich mal reden? Oder mit ihr? Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde. Aber du hast wirklich außergewöhnliche Fähigkeiten. Es wäre mir eine Freude, dir zu dienen. Zumindest so lange, bis ich wieder in einem Sith-Körper stecke. Ja, komm, das müssen wir auskosten. Wenigstens kennt ihr jetzt eure Stellung.
Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Es gibt Wissen zu erkunden und Macht zu stillen. Boah, ich bin gerade mega happy, ey. Das ist echt cool. Das ist tatsächlich ziemlich cool. So. Das, vor allen Dingen, das macht es auch sehr viel erträglicher, den tatsächlich mal mitzunehmen, wenn man das mal müsste. Ah, das ist geil, dass man sich tatsächlich im Deschart drinnen lassen kann. So, Ausgang zum Raumschiff machen wir mal. Müssen wir halt mal gucken, welchen Handlungsstrang wir als nächstes spielen. Ob wir wirklich Ilum machen oder ob wir Markep gehen oder ob wir tatsächlich direkt mit Shadows of Revan weitermachen. Müssen wir mal gucken. So, Begleitergespräche hätten wir aktuell bloß Andronikus und ich will halt nicht, dass der uns schon wieder anlabert, von wegen er will heiraten. Das nervt dezent. So, da müssen wir mal gucken. Das will ich eigentlich noch nicht unbedingt direkt machen. Orikon, was war ein Orikon? Klassenstory. Ah, okay, man soll das Huttenkartell machen. Okay. Wir müssen tatsächlich im Questlog mal gucken, ob wir da schon was angenommen hatten. Ah ja, haben wir nämlich schon. Wir könnten natürlich auch Ilum machen, aber bei Ilum ist halt tatsächlich der Punkt, das geht eigentlich im Prinzip nur um den Flashpoint der falsche Imperator. Aber wir könnten das rein theoretisch trotzdem mal machen. Ilum ist jetzt nicht ganz so uninteressant. So, gehen wir erstmal nach Ilum. Die Questreihe, wenn man jetzt nur die Planetenquest macht, dürfte die relativ kurz sein tatsächlich. Machen wir erstmal Ilum. So, wo haben wir denn Ilum gehabt? Ah ja, hier. Sprich mit T6M, hast du nicht gesehen. Erstschlag. Ah, okay, da müssen wir auf die Flotte für gehen. Na gut, dann. Dann müssen wir erst auf die Flotte. So. Nehmen wir uns da die Quest nämlich mal an. Ich bin halt gespannt, ob wir, Ich glaube, der falsche Imperator war doch nicht bei den Einzelmessionen dabei, oder? Ah, doch, ist dabei. Vielleicht können wir das dann nämlich im Zuge der Story-Quest nochmal machen. Also, beziehungsweise, Story-Flashpoint. So. Machen wir eventuell den Flashpoint dann direkt, nehme ich noch mit. Lokron, danke dir für dein Follow und willkommen in unserer kleinen Runde. Schön, dass du da bist. So.